Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Factory Town mit mir, Aix. Wir haben ja das Dilemma, dass wir hier die verstörteste Produktionskettenablaufsystematik haben, die es nur gibt. Er möchte düngen und braucht Wasser. Und Dünger, womit? Ach, in der Weide machst du Dünger, okay. Das ist so weird. Das ist so weird. Was ist denn, wenn man den Bauernhof als solches mit M nimmt und dann einfach mal hier so hinsetzt? Da sind Kartoffeln. Das ist dann auch alles zu weit weg. Nee, wir lassen den da stehen, wo er ist. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen eine Viehweide, wir brauchen eine Schule, die schneller funktioniert. Und wir brauchen vielleicht weniger Steine. Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich mit ihm nicht richtig hier? Was machst du eigentlich? Komm mal her. Du kannst mal vom Brunnen. Ach, jetzt gibt es vom Brunnen kein Wasser, weil der nicht am Wasser steht. Echt jetzt? Ich glaube echt jetzt. Ist wirklich so. So, du kannst dann jetzt mal vom Brunnen. Bist du das? Ja, ne? Ah, jetzt gibt's Wasser zum dahin bringen. Du bist jetzt der Wassermann. Lauf, wie du möchtest. Bauen wir hier noch eine Straße für dich runter. Nur für dich. Muss ich mir merken, da ist Schluss. Ich glaube so. Ja. So, gießen und düngen. Dünger kriegst du von der Viehweide, die musst du erforschen. Nachdem man das Forstwirtschaft kommt als nächstes. Erzähl mir, wie das geht. Ich meine, du hast ja kein Zeitlimit. Es ist ja einfach so, dass du wirklich langsam und immer mit der Ruhe Suche Piano, neue Struktur freigestellt, Baumsetzer. Ermöglicht die Platzierung von Bäumen und beschleunigt deren Wachstum. Försterei, Ernte Holz und Obst sowie selbstständige Aufforsten von Bäumen in Reichweite. Das ist jetzt Baumwolle. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Baumwolle. Wir müssen Baumwolle produzieren. Hier kann man einen runterbauen. Rutsche. Da. Ich finde das schade, dass man die Rutsche nicht kannst du doch. Guck mal. Ich finde das schade, dass man die Rutsche nicht ziehen kann. Und was kann man? Man kann sie ziehen. Ich dachte nicht, hier geht das wieder bergauf. Ach echt jetzt? Wie wunderbar viel Holz ich doch jetzt verbraucht habe. Ach Mann, ey. Aber so ist das, ne? Mit dem Zuhören. Erst fertig. Das heißt, wir können Rezepte wählen, schnell die Viehweide und dann macht doch einfach gleich die Basel-Logistik mit. Was soll das denn? Wir haben noch genau 3 People. Die bauen wir hier 1, 2, 3. So, hier geht jetzt Baumwolle. 2 gehen Baumwolle haschen. Keine Kultur in der Nähe. Pflanze Felder an. Rezept auswählen. Baumwolle.
ich jetzt Baumwolle hin? Könnt ihr jetzt Baumwolle von da dahin bringen? Bitte? Keine Kultur in der Nähe, pflanze Felder an. Also irgendwie überfordert mich das. Ja, ganz cool. Alles gut. Alles mit der Ruhe. Wir haben Bretter genug. Weiß nur nicht, was ein Stoffförderband ist. Das macht wahrscheinlich Sachen, die... Da wir noch ein bisschen Zufriedenheit brauchen, kannst du jetzt erstmal eben kurz Bären sammeln. Nicht genug Spielressourcen. Ich weiß ja nicht mal, woher ich das kriege. Bauen. Pfade, Gehwegstraße, Rutsche, Stoffförderbänder. Die wollen wir noch haben. Gebäude, Fässerei, Brunnen, Kiste, Lager. Taverne, Weide, Küche, Dekoration, Rohre. Flüssigkeitsrohr, Flüssigkeitsrohrverbindung. Zieht ausgewählte Gebäude. Ach so, da kannst du dann aus einer Rutsche alles bauen. So, und was ist jetzt mit dir? Das versteht doch kein Mensch. Das versteht doch wirklich kein Mensch. Das heißt, solange die Viehweide nicht fertig ist. Gut, dann machst du was anderes. Du gehst mit ihm ein bisschen Holz verschaffen und ihr beide die Zettel von da nach da bringen. Die Steinmetze sammle ich hier unten jetzt auch mal eben. Hier ist doch auch noch irgendwie so ein Typ, der Bretter rüberbringt. Du kannst auch mal eben kurz hier auf die Versammlungsfläche gehen. Weil da haben wir ja den Wagen, der zur Not das alles managt. Er holt die Steine von da ab, das ist schon mal cool. Das läuft weiter. Keine Kultur in der Nähe. Pflanze Felder an. Warte. Jetzt kommt... Das geht nicht. Aha. So. Du machst immer noch weiter hier Wassereimer hinbringen. Und jetzt kann man von hier Baumwolle zum... Genau, das wollen wir aber nicht. Wir warten jetzt, bis hier die Forschung richtig losgeht. Holt er jetzt Wasser? Wahnsinn. Wir können sogar noch zwei Häuser bauen. Das ist ja ultra cool. Haben wir nämlich noch mehr... nötige Angestellte, um hier schneller vorwärts zu kommen. Ich finde das auch ein bisschen witzig, wenn die dann hier wirklich die ganze Zeit durch die Gegend laufen und du... Wozu eigentlich so ein großes Lager? Frage ich mich die ganze Zeit schon. Man kann auch die ganzen Häuser verbessern. Guck mal, da kriegst du nämlich gleich mehr Zufriedenheit und Holzbretter und den ganzen Quatsch, den haben wir ja noch in Unmengen. Sollte funktionieren. Zack. Kannst aber nicht sehen, was die fordern. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Zufriedenheit geschaffen. Stufe 4, wir brauchen noch Coins, da habe ich noch nicht rausgefunden, wie man denn diese Coins kommt. Was ist hier los mit der Papierproduktion? Läuft nicht richtig oder was?
50 und Stoff. Was kann denn überhaupt ein Gemischtwarenladen? Wahrscheinlich kannst du im Gemischtwarenladen alles ausliefern, was an Zeug so über ist. Warum wird hier nichts produziert? Was ist hier los? Können wir die Papierproduktion noch ein bisschen anreißen? Ist ja nicht so, dass wir keine Menschen haben auf einmal. Wir haben wirklich so viele Arbeitskräfte, dass wir eigentlich alles schnell erforschen können. Tierweide. Stoffförderband gesperrt. Wie lange brauchst du da jetzt noch für? Kommt halt einfach kein Holz an. Dieses Sägewerk hat so ein armseliges Leben. Machst du? Ja, an Basis der Logistik kann er ja sowieso nicht Entschuldigung, weiterentwickeln, weil mir diese roten Coins fehlen, wo ich ja noch nicht verstanden habe, wie man die verdient. Wahrscheinlich irgendwie mit Hochadel oder sowas. Neues Gebäude freigeschaltet, Weide. Dann wollen wir nochmal bauen gucken, Gebäude und dann haben wir Landwirtschaft und Bergbau. Ach, guck mal. Pflanze, Baum. Pflanze, Getreide. Kann nur auf einem Farmfeld platziert werden, ja. Das ist natürlich, jetzt habe ich mal wieder auch mal wieder was gefunden. Gebäude, Weide. Die Weide ist ganz schön groß. Ich glaube auch, dass man irgendwas für diese Weide braucht. Rezept wählen. Ei, Dünger. Für Dünger brauchst du Tierfutter und Getreide. Wir müssen Leder herstellen. Wir brauchen Dünger und wir brauchen Leder. Eigentlich brauchen wir nur Leder. 2 gelbe Münzen, verdient durch Verkauf von Waren und melkenden Häuser, benötigt Produktionsrezepte. 4 Tierfutter, Wasser. Boy. Dann brauche ich Leder. Zweimal. Nee. Einmal Wasser zum da. Dann müssen wir hier den Weg irgendwie weiterbauen. Ich weiß noch nicht, wo der lang gehen könnte. Sieht ganz gut aus so. Nee. Hier nicht. Hier weiß ich. Ich weiß, ich habe das noch nicht kapiert, wie das mit diesen Rampen funktioniert. Ich glaube so. Dann kann man den hier nämlich hochbauen. Gibt doch irgendwie einen Landscape Mode, aber ich weiß nicht, wie der funktioniert. Und das geht auch nicht. Mal Rastersicht machen, vielleicht sieht man das dann besser. Nö. Funktioniert auch nicht. Du kannst hier nicht mal eine Straße hinbauen, weil kein Mensch kapiert, wie das soll. Holz, muss man Holzpfeiler nehmen vielleicht? Auch nicht. Jetzt? Das ist nicht richtig. Gut, wie kommen wir jetzt an das Getreide? Gar nicht. Er muss dann selber
dahin laufen und das holen. Kornmühle. Zack. Hier stellst du her Tierfutter. Für Tierfutter braucht man Getreide, 2 Stück. Das heißt, wir brauchen tatsächlich 1, 2, 3 von den Jungs, die jetzt da oben hinlaufen und hier Getreide holen. Das hier hinbringen. Ich würde ja ganz gerne eine Rutsche hier runterbauen, aber kannst du irgendwie vergessen. Weil ich das nicht schnall, wie man... Vielleicht muss man hier so einen reinsetzen. Dann da so einen reinsetzen und hier... Hier wieder so einen reinsetzen. Der ist falsch. Also geht das. So kannst du Podeste bauen. Jetzt habe ich das, glaube ich, so einigermaßen kapiert. Nur warum kriege ich den hier nicht hin? Ne, der ist auch irgendwie falsch gewesen. Da muss einer hin. Holzpfeiler geht hier auch nicht. Was ist, wenn man den jetzt noch abreißt? So. Nee, dann müssen wir überwinden hier den. Das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Hier ist sogar eine Ausgabe. So, und warum ist das jetzt schon wieder, weil es da noch immer noch bergauf geht, ne? Ich hab's geschnallt, glaube ich, mit denen. Mit den Rampen und dem Unterschied. Weil wenn man das dann natürlich so blöde baut, Alex, dann ist das alles auch kein Wunder, dass das nicht wirklich funktioniert. Kriegen wir zumindest das Getreide ins Trockene. Müssen wir nur noch den da überwinden. Da kommt hier nämlich dann so ein Gerüstblock rein. Hier auch. Wer hat auch gelacht? Ist doch gar nicht so kompliziert. Und schon sparen wir uns die. Jungs hier. So. Wenn das funktioniert, wäre witzig. Nein, du solltest das eigentlich jetzt nicht machen. Du solltest weiterhin Wasser dahin liefern, wenn die Wasser brauchen. Dann können nämlich... Machst Getreide von hier zum Rampi. Du machst auch Getreide von hier zur Rampe. Und ihr beide macht Tierfutter dahin. Und jetzt sag nicht, jetzt kannst du hier nicht hinlaufen. Mach doch bitte einfach mal deine Arbeit. Dankeschön. So, warum ist jetzt das Problem? Könnt ihr nicht
Das. Das. Und die gelben Murmeln rollen. Super. Bekanntlich weiß ja keiner, wie es genau weitergeht. Auf jeden Fall produzieren die jetzt Dünger. Das heißt, mein Arbeiter kann jetzt... Warte mal, was ist das? Das ist Leder, ne? Habe ich gesagt, er soll Leder produzieren? Habe ich nicht, oder? Das habe ich ihm gesagt, was er machen soll. Doch, er produziert ja auch schon... Der produziert wirklich schon Leder aus dem... Eieieiei. Siehst du, und die Försterei haben wir auch noch nicht gebaut. Verbunden mit Holz. Rezepte wählen. Rezepte automatisch verwalten. Der stellt jetzt also dann Holz her. Okay. Das haben wir jetzt auch gebaut. Können wir mal kurz in den Stufe Basis 4 Stoffförderbänder. Ja, aber wie komme ich denn jetzt an diese Münzen? Vielleicht doch mit einem Gemischtwarenladen? Ich habe echt keine Ahnung. Der Gemischtwarenladen. 12 Häuser angeschlossen. Ich glaube, das ist genau das gleiche wie der normale Laden. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nach Gebäuden gucken. Sägewerkschule, Försterei, Steinmetz, Brunnen, Kiste, Lager. Nur wo? Also wie zum Teufel kriegt man denn rote Münzen? Gegenstandsfilter verkäuflich. Ach hier. Gemischtwarenladen Bretter anliefern. Bretter haben wir 47. Habe ich irgendwie einen, der hier rumsteht? Du. Komm zu mir. Du musst jetzt vom Basisstation zum Gemischtwarenladen. Ah, siehst du, hätten wir das dann auch geschnallt. So, was kauft ihr denn noch so? Mal gucken hier. Stoff, Leder kaufen die 3 Hemden, Mantel, warme Mantel, Alter. Du bist ja so schnell bei. Aha. Sogar eine Steam-Errungenschaft. Red Coin. You get one. Dann hätten wir das auch geschnallt. Finde ich ja echt mega. Die kaufen wir das mal schön. Und wenn du dann hier zwei, ihr nehmt jetzt mal, was ist das? Das ist Leder, ne? Leder. Gemischtwarenladen. Bringt denn jetzt irgendwie irgendeiner Dünger hier hin? Nee, ne? Die bringen jetzt nur... Also Dünger ist... Ditte. Das geht hier hin. Das machen wir jetzt bitte. Läuft. An dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Genauso würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt... Dinge mit Alex. Hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Alex sagt Tschüss, macht es gut, bis dann und ciao.